Als ich vor 5 Jahren nach Deutschland gekommen bin, hatte ich bloß 20 Euro in der Tasche und guckt mich jetzt an. Die 20 Euro sind weg. Deutsch habe ich auf der Straße gelernt, was sehr gefährlich war, mit dem Schreibtisch auf der Fahrbahn. Rush Hour war schlimm. Rush Hour 2 war noch schlimmer. Aber nicht so schlimm wie Rush Hour 3. Mittlerweile ist mein Deutsch so gut geworden, dass ich Deutschunterricht gebe. Für Flüchtlinge. Und zwar ehrenamtlich, denn mir ist wichtig, dass sie hier in Deutschland bleiben und nicht nach England weiterreisen.